Willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3 mit dem Kopf durch eine ganze Wagenladung Carrara Marmor Granitplatten Eternit bis zum Karamellkern, der ja überall drin steckt. Lecker, lecker brauner Bär. Das ist unser Motto in dieser Videoserie. Ich schließe jetzt hier wieder direkt an ans vorige Video. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar tausend Seelen da unten im Keller liegen. Die hole ich jetzt erstmal. Und dann sehen wir zu, was hinter der Fogwall ist. Deswegen gibt es jetzt für diesen Durchgang auch gar kein richtiges Thema. Weil ich davon ausgehe, dass wir gleich eh so beschäftigt sind. Moment, das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Nanu? Also es das mit dem Bloodstain ist ja so, dass der immer von der Stelle aus, an der man stirbt, ein paar Sekunden zurück platziert wird, weil man ja, wenn man den Bloodstain anklickt, das ist ja diese sehr lustige und sehr, also lustig, diese angemessen grimmige, ist das bessere, der bessere Ausdruck, diese angemessen grimmige Mechanik, dass man durch das Anklicken dieser Bloodstains erfahren kann, wie die anderen Spieler gestorben sind. Indem man sich die letzten paar Sekunden, bevor sie gestorben sind, anguckt. Und deswegen ist, wie gesagt, der Bloodstain dann immer eben diese paar Sekunden vor der Stelle, an der man stirbt. Deswegen war der jetzt auch viel weiter oben, weil ich offensichtlich direkt einfach die Treppe runtergegangen und gestorben bin. Okay, bislang kommen wir mit dem Riesen ganz gut zurecht. An dem sind wir auch vorbeigerollt. Tipptopp. Denn wir werden hier wahrscheinlich allen Estus, den wir haben, und da fällt mir gerade auch auf, dass ich, glaube ich, noch einen Estus-Shard, mindestens eins, im Gepäck habe, dass ich noch nicht zu André, dem Schmied, getragen habe, damit er die Flasche vergrößert. Das machen wir dann direkt danach. Das ist mir jetzt ein bisschen zu lästig, aber eigentlich wäre es schlauer gewesen, weil für Bossfights kann man ja gar nicht genug gutes Licht bringen. Jetzt können wir uns an dem vorbeimogeln oder sieht er uns, wenn wir gleich da vorbeilaufen? Wir müssen ihn dann so oder so besiegen. Ich versuche es mal mit vorbeimogeln. Gut. Wunderbar. Und dann ist das ja, was den Anfahrtsweg angeht, einer der harmloseren Bosse, wenn das wirklich jetzt der Bosswall sein sollte da unten. Aber ich gehe schon davon aus. Haben wir noch Tipps? No enemy horde ahead. May the flames guide thee. Try Woman. Okay. Try Woman, weiß ich nicht, was das bedeuten soll, aber was ich jetzt tatsächlich trye, ist mal den Ember hier zu aktivieren. Und noch zu gucken, ob wir vielleicht mal ein Summon-Sein irgendwo sehen, weil... Da ist tatsächlich was erschienen hier. Horus the Hushed. Lassen wir uns doch mal von Horus the Hushed helfen. Zum ersten Mal in dieser, nach, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir jetzt zusammen haben, 15 bis 20 schätze ich mal, angesichts der schieren Zahl der Folgen, haben wir uns jetzt Hilfe geholt. Dem Namen nach gehe ich davon aus, dass das ein spielgesteuertes Phantom ist, auch vom Verhalten her. Der rennt ja einfach planlos durch die Gegend. Hier können wir noch einen Spieler dazu rufen sogar. Das machen wir auch noch. Wenn wir schon mal dabei sind. Ah, ne. Okay. Das ist jetzt interessant, dass man hier mehrere auch noch... Ich glaube, ich mache mir den Kampf gerade übertrieben einfach, aber warum denn auch nicht? Man soll ja nicht... Man muss ja nicht immer alles besonders schwer sich machen.
Das ist zwar für die Stoic Challenge, die wir jetzt ein bisschen aus den Augen verloren haben mit dem ganzen Gerede über Philosophie und Moralphilosophie und Gedankenexperimente, aber die Stoic Challenge soll ja sein, wie gehen wir mit unerwarteten oder auch erwarteten, vor allem aber jedenfalls mit Rückschlägen um in unserem Leben. Und wenn ich natürlich hier mir massive Hilfe hole, dann ist die Frage, ob jetzt gleich überhaupt ein Rückschlag kommt oder ob wir einfach... Ach du, lieber Gott, das ist jetzt unerwartet. Gut, dass wir uns Hilfe geholt haben, sag ich mal. Ich habe damit gerechnet, dass hier eine Konklave auf uns wartet. Also das Ganze ist ja für meinen Seelenhaushalt, jetzt im Spielsinne, nicht im psychologischen Sinne. Ganz gut, aber ich sehe noch nicht, worauf das rausläuft. Und es kommen ja immer mehr von denen. Hört das auch irgendwann mal auf, oder? Dann müssen wir hier noch was anderes unternehmen. Das dürfte ja noch nicht... Also, da fehlt jetzt irgendwie. Gucken, was die Nachrichten sagen. Could this be a contraption? Aha. Aber was müssen wir machen mit der Contraption? Wir kommen einfach immer neue von diesen Klerikalen. Würde das was bewirken? Also es ist übrigens, jetzt wo ich mal drauf achte, mit den Seelen ist das so eine Sache, da fällt gar nichts an. Und die Health Bar von Deacons of the Deep wird auch gar nicht... Ah! Da müsste die rot leuchten. Erschlagen. Dann gibt es hier Fortschritt. Kamera, geht das schon wieder los? So, jetzt haben wir sie erledigt. Ach. Sieh mal an. Ich hatte jetzt den St. Aldrich erwartet, aber das war's wohl.
Schön. Also auch mal schön, nicht zu scheitern. Das nehmen wir durchaus auch so mal hin. Wobei das jetzt, wie ich schon vorher gesagt habe, durch die zwei Phantome, die wir da mit reingenommen haben, natürlich ganz massives Nicht-Scheitern war. Das war jetzt ja quasi ein Spaziergang. Ich habe eine Estusflasche aufgebraucht und ein bisschen Health verloren. Das ist für einen Bossfight ja ein kleiner Witz. Ich vermute mal, auch wenn wir hier alleine reingegangen wären, wäre das anders ausgegangen, denn das sind ja Unmengen von Gegnern, die einen dann ins Straucheln bringen. Und wenn man die ganze Zeit mit Kämpfen beschäftigt ist, ist es auch gar nicht so leicht. God's Victory, bla bla bla. Ist es dann auch gar nicht so leicht, diesen Mechanismus zu durchschauen, dass man die rot leuchtenden angreifen muss. Denn dann kann man ja nicht darauf achten, wann diese Bar eigentlich abnimmt. Das scheint jetzt hier auch noch eine Sackgasse zu sein. Ah, Illusion Ahead. Hat das 45. Aber auch mit den Bewertungen ist es ja so eine Sache, da können ja auch von Leuten sein, die das total lustig finden, wenn man andere Spieler dazu bringt, so wie mich hier, sinnlos gegen jede Wand Vertäfelung zu rollen, in der Hoffnung, dass eine davon aufgibt und Platz macht. Reingekommen. Ich sehe keinen Hinweis darauf, dass es hier jetzt irgendwie weitergeht. Und das wiederum kann ich kaum glauben. Ich habe den Verdacht, dass wir hier nochmal wieder hinkommen, um rauszufinden, wie wir hier. Ich gehe jetzt noch einmal. Ich habe jetzt nicht auf den Altar in der Mitte geachtet. Aber da ist auch keine Möglichkeit drauf zu klettern. Letzte Seite noch einen Blick, aber ne. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Dann stecken wir nämlich jetzt hier in der Cathedral of the Deep erstmal fest, was mich ein bisschen irritiert. Die Nachrichten sind mysteriös. Also No Enemy Horde Ahead ist natürlich milde witzig, weil haha, das ist genau was kommt. Verwirrt mich das jetzt sehr, weil es jetzt hier auch nicht mehr weitergeht. Beziehungsweise, weil wir nicht wissen, wie es hier weitergeht. Hier gibt es noch einen Stockwerk drüber, sehe ich gerade. Oh je, jetzt haben wir den Neid aufgeweckt, der möglicherweise jetzt ein schwererer Gegner ist. Die ganze Horde der Diakone. Ah, geht schon los. Jetzt, das ist jetzt echt nicht nötig, weil mit dem Ember, den müssen wir jetzt eigentlich nicht direkt schon wieder einbüßen, wenn es recht ist.
Müssen wir aber auch nicht. Man kann ja auch mal was dazulernen. So, die andere Möglichkeit fällt mir gerade auf. Gerne mal übersehe ich ja auch Leitern. Aber auch Leitern sehe ich hier keine. Es ist ein wenig mysteriös. Also ich meine, im allerschlimmsten Fall muss natürlich... Was machen die eigentlich für ein Zinnober beim Sterben? Das war beim letzten Mal schon so. Hat das was zu bedeuten? Dieses sehr, sehr laute Geräusch. Statuen sind einfach Statuen. Nehmen wir den hier noch. Tja. Also hier gibt es definitiv noch eine Etage drüber. Und da oben ist auch noch mal eine Brüstung, an der man mit Sicherheit entlang gehen kann. Da ist auch eine Treppe, das sehe ich schon. Tja. Wir werden wohl was übersehen haben, aber ich bin wirklich jetzt mit also völlig überfragt. Was und wo. Die ganzen Dinge, die wir jetzt aufgemacht haben. Unten war ja eine Sackgasse. Hier oben. Den Ausgang gefunden, der uns nur dahin zurückbringt, wo wir schon waren vorher. Da drüben sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass es weitergeht. Es gibt keine Monster und es gibt auch sonst keine Monster. Hier waren wir schon. Auch da waren wir schon. Da unten ist die Kapelle. Jetzt fügt sich das jetzt auch geografisch so ein bisschen zusammen. Das ist die Kapelle, in der das Bonfire ist. Ja, gut. Ein wenig antiklimaktisch und nicht mit Aldrich of the Deep endet dann wohl an dieser Stelle die Kathedrale. Ah, bitte. Das muss doch nicht sein. Es sah gerade so aus, als gäbe es da unten noch jede Menge Items. Und das ist auch so. Dann haben wir da wohl noch einen Teil übersehen. Dann machen wir doch das noch zum Abschluss. Hier in dieser lästigen... Friedhofsregion, wo einfach immer nur diese schwachen Untoten immer wieder auferstehen. Ich hoffe, dass ich das nicht bereue. Jetzt auch noch angesprungen bin. Huch. Was geht hier vor sich? Was ist denn das? Was wirft denn hier mit diesen... I don't understand. Diesen komischen leuchtenden Boden, der aussieht, als wäre aus einem 80er Jahre Computerspiel rausgefallen.
Hatten wir jetzt auch schon ein paar Stellen. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Es sieht, macht gar nichts aus. Aber es leuchtet. Okay, damit können wir ja Bonfire aufwerten, was immer das tut. Das wäre auch mal noch eine Untersuchung wert, was sich eigentlich verändert. Ich habe jetzt das Firelink Bonfire aufgewertet gerade, aber unklar, was das tut. In Dark Souls 1 erhöht das ja die Anzahl der Estus Charges, aber das kann es hier nicht sein, weil das macht man ja hier mit Estus Shards. Tja, das war jetzt dieser Bereich. Das war ganz gut, weil wir eine Menge Goodies hier haben, aber es führt auch zu nichts. Immerhin respawnen die nicht, dadurch ist es ein bisschen entspannter, als es sein könnte. Hier sind wir vor etlichen Folgen hergekommen. Ich könnte jetzt da unten noch was geben. Ich glaube auch, wir sind um dieses Gebäude, auf dem wir uns gerade befinden, da unten noch nicht einmal rumgegangen. Da sind ja diese Wurmmonster. Aber ich glaube auch nicht, dass da noch was sein kann. Ich glaube einfach, das war's jetzt. Lass mich in Ruhe. Ich bin schon wieder mit Maden besetzt. Unerquicklich. Vor kurzem habe ich auch 1 und 1 zusammengezählt. Dieser blaue Schein, der da immer wieder mal mehr auflodert. Jetzt zum Beispiel, ich trage ja einen Ring, der bei mehreren erfolgreichen Attacken in Folge ein bisschen meine Hitpoints auflädt. Also mal ein Auge auf die Bahn. Das sind die relevante Mengen erzeugt. Ja, gut, also das macht jetzt keinen Sinn. Ich kann noch eine Weile so weiterspielen. Aber so nix weit. Achso, da kommen wir nicht zurück. Wir haben natürlich noch den Titanite-Wurm unten auch zu erledigen. Das ist ganz schön eklig mit diesen Maden. Und auch ganz süß, dass die Maden offensichtlich sich an meinem Blut vergiften und dann irgendwann tot abfallen. Badass Blut. Ja, also das Einzige, was hier jetzt noch fehlen kann, ist dieser Zusatz-Lettner, für den wir den Hebel nicht finden. Das wäre der Weg darüber. Es wäre ja jetzt von der Logik her, müsste der Hebel ja dann eigentlich im Raum der Diakone sein. Das würde Sinn machen, wenn das irgendwie die Dramaturgie sein soll, dass man die Diakone besiegt und dann kann man diese letzte Brücke da hochfahren und da oben sieht es aus, als ginge es da raus. Vielleicht ist da oben Aldrich, Saint of the Deep dann endlich. Das ist eigentlich, muss das so sein. Also gucken wir nochmal, ob wir hier nicht einen Nebel finden. Ah. Gut, dass wir zurückgekommen sind. Okay, ich mache mal jetzt kein Resting. Ich habe zwar kein Estus mehr, aber wenn ich jetzt reste, dann spawnen draußen alle Gegner wieder. Und es könnte sein, dass wir das gleich, dass uns das gleich lieber ist, wenn das nicht passiert. Hebel. Give me a Hebel or give me death.
die Botschaft da. Die Botschaft sagt Illusion ahead. Das ist natürlich die Frage, was ahead ist. Könnte auch hier sein. Obwohl das hier nicht nach Illusion aussieht. Heißt, dass man soll hier dann beten? Macht das irgendwas? Feststecken. Ein Gefühl, dass man, wie gesagt, früher hat man ja seine eigenen Pläne auch zeichnen müssen, was man in den 80ern ständig hatte in Computerspielen und dann wochenlang nicht wusste, wie geht's weiter und immer wieder an denselben Stellen vorbeigerannt ist, bis man dann irgendwann entweder jemanden fragen konnte, der es gelöst hat, oder durch Zufall selber drauf gekommen ist. Ist man nicht mehr gewohnt. Und ich habe auch ich habe geradezu einen körperlichen Drang jetzt hier zu googeln. Aber ich mach's nicht. Ich weigere mich. Tja. Gut. Es muss ja auch nicht. Rom muss ja nicht an einem Tag erbaut werden. Ich bin jetzt auch nur gegen diese Zwischenstücke gesprungen, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Illusion einen Käfig einschließt. Das wird auch nicht so sein. Das wird schon eine nackte. Wenn es irgendwo eine Illusion gibt, wird das eine nackte Wand sein. Und es gibt ja auch genug von denen. Ich bezweifle, dass ich die jetzt schon alle ausprobiert habe. Ah, da ist sie doch. Kleiner Scherz. Also von der Symmetrie und Logik her würde es schon am meisten Sinn machen, wenn das gerade durch auf der anderen Seite wäre. Da, wo eben auch diese Botschaft ist. Also das ist schon sehr verdächtig. Ja, okay. Also wenn wir jetzt bei der Botschaft angekommen sind, habe ich sie dann doch alle durch? Dann wäre die Theorie, ja, da sind wir. Dann ist die Theorie beim Teufel. Illusion ahead. Bum, 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 bum. Geradeaus durch, so die hier. Das macht keinen Unterschied. Also, jetzt gibt's noch. Erinnere ich mich gerade an die Mechanik aus dem ersten Spiel, dass man ja alle bestimmte, ohne das jetzt spoilern zu wollen, eine bestimmte Mauer nur wegbekam, wenn man einen bestimmten Ring getragen hat. Und wir haben ja Aldrich Sapphire gefunden. Das tut aber auch nichts. Tja. Gut, ich gebe auf für heute. Wir haben ja auch noch die andere Stelle, an der wir weitermachen können. Ich weiß jetzt nicht genau, das ist ein logistisches Problem für diese Videoserie, weil wir können ja jetzt nicht hier zwei Stunden lang durch diese Kirche rennen und versuchen, diesen Schalter zu finden.
Aber wie gesagt, wir können ja erstmal noch in Farron Keep weitermachen. Und danach muss ich dann entscheiden, ob ich das mal off-camera suche oder kurz mal google. Ich habe ja die Cathedral of the Deep überhaupt auch nur gefunden, weil ich nicht gegoogelt habe, aber versehentlich drüber gestolpert bin, dass es hier Items gibt, die für den Sumpf ganz günstig sind. Das heißt, die Unschuld ist eh schon flöten. Gut. Liebes Publikum, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitdenken wieder. Lasst euch von der Unsicherheit nicht unterkriegen und immer schön mit dem Kopf durch die Wand und cool bleiben dabei. Bis zum nächsten Mal bei der Undead Challenge, bei der Stoic Challenge.